Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV und damit ein herzliches Grüß Gott zu einer neuen Ausgabe vom Ländle TV Wochenmagazin. Wir starten heute mit der Sendereihe Industrieland Vorarlberg, Vorarlberger Firmen im Blickpunkt. Heute mit dem Unternehmen Eckerbier. Seit 1894 wird Bier in allerhöchster Qualität nach Bierbrautradition in der Brauerei Eck gebraut. Der Innovationsgeist der Gründer zeichnet das regionale und stark mit dem Bregenzer Wald verwurzelte Familienunternehmen aus. Bereits vor 120 Jahren wollte man in der Brauerei Eck Bier für die gesamte Talschaft erzeugen. Ja, die Brauerei Eck wurde 1894 von Gastwirten und Geschäftsleuten in Eck gegründet. Sie waren damals schon sehr weitsichtig und damals gab es über 30 Gasthausbrauereien im Bregenzer Wald und sie hatten die Idee, die ganze Talschaft von einer Brauerei aus zu beliefern. Dann war ein großer Schritt 1902 die Eröffnung der Wälderbahn. Dadurch konnten die Rohstoffe kostengünstiger und schneller in den Bregenzer Wald gebracht werden und auch im Gegenzug war eine Anbindung an den Bregenzer Markt möglich. Es wurden damals schon dann durch die Wälderbahn Bier nach Bregenz geliefert. Ja. Wir haben eigenes Quellwasser und wir brauen noch in traditioneller Art. Es wird alles händisch gemacht, also nicht vollautomatisiert. In der Produktion lassen wir dem Bier auch die Zeit, die es braucht. Also es wird nicht in 3 Wochen schon abgefüllt und ausgeliefert, sondern es hat einfach einen Monat Zeit. Es wird nicht Kurzzeit erhitzt, dadurch behält das Bier die natürliche Art. Eckerbier positioniert sich über Qualität und Service. Ein Bier muss Charakter haben und schmecken. Der besondere Geschmack und seine Natürlichkeit zeichnet das Eckerbier aus. Die Brauerei Eck bietet ein Biersommelier an. Das sind insgesamt 6 Unterrichtstage. Das heißt, es sind immer 3 mal 2 Tage. Da lernen die Schüler alles über Bier, Bier brauen, Bier verköstigen, Bier ausschenken. Die können danach Speisenempfehlungen machen zu Getränken. Also wenn man eine Speise hat, dann kann man dazu ein Bier empfehlen. Sie müssen 8 verschiedene Biere blind verkosten können. Sie müssen eine Schankanlage selbst reinigen können und auch betreiben können und haben dann ein ganz, ganz großes Feld bekommen, um eben mit ihrem Biersommelier, der ein anerkannter Berufsausdruck ist, Bier verkaufen und Bier präsentieren. Durch die Nähe zu Kunden und Partnern in der Gastronomie kann die Brauerei Eck schnell und flexibel auf Kundenwünsche eingehen und reagieren. Speziell für Feste und Veranstaltungen ist man bestens gerüstet und bietet den Kunden alles rund um Getränke und Festmaterial an. Ja, der Produktionstag läuft folgendermaßen ab. Ein Mann, der kommt bereits relativ früh am Morgen, heizt die Wasseraufbereitung auf, damit wir heißes Wasser haben. Dann fangen die restlichen Personen etwa um 7 Uhr an. Wir brauchen in der Produktion insgesamt 3 Mitarbeiter und füllen in der Stunde etwa 7000 Flaschen Bier ab. Die Produktion läuft bis nachmittags um ca. 3 Uhr. Dann wird alles wieder gereinigt, steril, sauber gemacht und dann sind die Mitarbeiter fertig und können nach Hause gehen. Wir produzieren täglich ca. 12.000 Liter Bier, das heißt 120 Hektoliter, wenn wir eben Bier sieden. Wir sieden in der Woche zwischen 2 und 5 Mal, je nach Saison. Haben aber immer so ca. 300 bis 400 Hektoliter fertiges Bier im Keller. Im Moment ist der Markt sehr bewegt und es besteht ein Trend zu Kraftbieren. Die Brauerei Eck hat ein Wälder Dunkels auf den Markt gebracht, das von den Kunden gut angenommen wird. Aber neue Trends und Spezialitäten werden die Standardbiere nicht ersetzen oder verdrängen.
Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es immer wieder zu Unfällen, wenn Fußgänger oder Radfahrer übersehen werden. Schützen Sie deshalb sich und Ihre Kinder durch das Tragen von reflektierenden Materialien. Geben Sie dem Autofahrer eine Chance, Sie zu sehen. Alle Informationen gibt es unter www.sicheresvorarlberg.at. Die Welt braucht Menschen, die für andere da sind. Und so wurde aus einem Traum mit viel Einsatz, Energie und Eigeninitiative Wirklichkeit. Innerhalb von 5 Monaten haben Erich Nachbauer, Karin Oberscheider und Ibu Sene den Bau eines Kindergartens in Mbour in Senegal für sozial schwache Kinder ermöglicht. Schon ab 10 Euro monatlich können Sie eine Kindergartenpatenschaft für ein Kind im Highlife Kids Kindergarten übernehmen. Weitere Infos auf www.facebook.com/highlifekids.kindergarten. Expert Janet, der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bose-Kompetenz. Expert Janet in Rankweil, Ringstraße 26, www.janet.com. In den vergangenen Wochen präsentierten wir Ihnen den Ländle-Talk aus dem Büro der First Vorarlberger Versicherungsmakler am Garnmarkt in Götzis. Ein Best-of davon gibt's jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk, wiederum vom Garnmarkt. Wir sind zu Gast bei den First Versicherungsmaklern in Götzis und es freut mich riesig, dass ich den Geschäftsführer der First Versicherungsmakler hier bei uns begrüßen darf, Helmut Scholler. Herzlich willkommen. Hallo Günther. Freut mich, dass wir hier sein dürfen. Das soll erwähnt sein. Wir berichten hier aus diesen Räumlichkeiten, wunderbare Räumlichkeiten, die wir hier genießen dürfen bei diesem Talk. Und ich bin auch überzeugt, es gibt einen interessanten Talk, nicht nur für Insider. Helmut, wie kam es dazu zur Gründung der First Versicherungsmakler? Der Hintergrund sind vor der Wirtschaftskammer Gespräche gewesen über die Nachfolgeregelungen der Versicherungsmakler 2013, und dort hat man gesehen, dass wirklich sehr, sehr viele in Vorarlberg über 50 schon sind und keine Nachfolgeregelung haben. Und aus diesem Grund sind wir mit der Vorarlberger Landesversicherung in Kontakt getreten, haben gesagt, was könnte man tun, was kann man machen. Ich selber war auch betroffen oder bin betroffen
Und haben gesagt, okay, gründen wir eine neue Gesellschaft, eine Maklergesellschaft, wo wir diesen Leuten eine Plattform bilden oder praktisch machen, wo sie ihre Bestände verkaufen können und trotzdem wieder weiter betreut werden, die Kunden gut ihre Betreuung fortführen können. Das war der Hintergrund der First Versicherungsmakler. Darf ich hier noch etwas nachhaken? Ich glaube, einzigartig an dieser Geschichte ist auch, dass die Vorarlberger Landesversicherung hier direkt mit dabei ist. Ja, es sind, also wir haben tolle Gesellschafter gefunden im Hintergrund. Es ist einmal die Vorarlberger Landesversicherung, das war uns sehr wichtig, dass wir einen regionalen Versicherer im Boot haben. Wir haben einen internationalen Versicherer dabei mit der Helvetia-Versicherung. Wir haben ZM3 mit im Boot, auch drum hier im Garnmarkt. Wir haben die MK Management, einen Schweizer dabei, weil wir gesagt haben, der Schweizer Markt könnte für uns in den nächsten Jahren interessant werden. Und meine Wenigkeit ist nochmal auch dabei bei den Gesellschaftern. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie viele sind bei den First-Versicherungsmaklern mit dabei und Personen? Wir haben mittlerweile, und das doch in knapp 2 Jahren, schon 3 Makler gekauft. Mein Unternehmen war das erste, wo als 100%ige Restnachfolge eingeflossen ist und First. Und mit meiner ganzen Mannschaft. Wir haben mit Dombien 2 Makler gekauft, einer arbeitet noch bei uns, einer hat sofort aufgehört. Und wir haben die Kunden übernommen, haben neue Strukturen schaffen müssen. Und das ist uns aber jetzt sehr gut gelungen in diesen 2 Jahren. Und wir sind guter Dinge, dass wir wachsen. Zu Gast beim Ländle Talk bei den First Versicherungsmaklern am Garmarkt war aber nicht nur Hausherr Helmut Scholler, sondern auch Johannes Wilhelm. Der Chef von Wilhelm & Meyer sprach dabei unter anderem über den Neubau der Firmenzentrale in Götzis. Sie haben es eben angesprochen, Ihr alter Firmenstandort. Seit einem Jahr ist man in der neuen Zentrale. Ein wichtiger Meilenstein wahrscheinlich auch für die Firma. Ja, für ein Unternehmen in unserer Größe kann man tatsächlich von einem Meilenstein sprechen. Aber es war notwendig. Das alte Gebäude entsprach einfach nicht mehr den heutigen, weder technischen noch arbeitsplatzmäßigen Anforderungen. Wir waren auf 3 Standorte verteilt. Der Bauträger war in der Marktstraße. Die Kaufleute hatten wir 15 Jahre in provisorischen, in Baucontainern ausgelagert. Und wie gesagt, der Altbau, der entsprach einfach nicht mehr dem heutigen Standort. Jetzt also alles up to date, alles unter einem Dach. Was bekommt man als Kunde alles bei Wilhelm & Meyer? In der neuen Zentrale sind wir wieder komplett alle unter einem Dach. Das stimmt. Die Firma ist wieder zusammengerückt. Für die Unternehmensführung ist es etwas einfacher. Oder? Und wir decken eigentlich beinahe die komplette Bausparte ab. Wir sind im klassischen Hochbau tätig. Asphaltbau und konstruktiven Tiefbau, Kanalbau und Straßenbau. Wir produzieren in Klaus, haben wir ein Betonfertigteilwerk, sind sehr stark in der Altbausanierung vertreten, mit dem eigenen Bauträgerunternehmen im Wohnbau tätig. Als Generalunternehmer treten wir im Einfamilienhausbau, Gewerbe- und Industriebau auf und haben uns aber auch mit der Rohstoffgewinnung in Rankweil Brederis ein weiteres Standbein geschaffen. Die Olympischen Sommerspiele waren unter anderem Thema beim Gespräch mit Ketra Ernst Seidel, der zudem auch über seine Zukunft Auskunft gab. Was wünschen Sie sich eigentlich persönlich für die Zukunft? Steht da die nächsten Jahre der Beruf im Mittelpunkt, die Weiterentwicklung Ihrer Firma? Was sind es für Ziele? Der Beruf und die Firma ist noch nie hat oberste Priorität gehabt. Natürlich steht er im Mittelpunkt und ist tagtäglich 12 bis 14 Stunden da, aber es ist und bleibt die Arbeit. Also was mich wesentlich mehr nicht herausfordert, sondern glücklich macht, ist die intakte Familie, ist die Beziehung mit meiner Frau, ist die Gesundheit, ist, dass ich doch noch hin und wieder Zeit habe, meinen Hobbys nachzugehen. Was mir auch sehr viel Spaß macht, ist die Nutzung meines Netzwerkes. In den letzten 20 Jahren, wir haben ca. 4.000 bis 5.000 Veranstaltungen gemacht. Das bedeutet, man kennt wirklich so gut wie jeden im Land. Und wenn man gute Arbeit macht, man lernt sich kennen, man lernt sich schätzen und man kann auch jeden anrufen und um einen Gefallen bitten. Und so ein Netzwerk ist grundsätzlich nicht nur für einen selber da, sondern es ist sehr, sehr befriedigend, wenn man
es zum Beispiel unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann, wenn es um Auskünfte geht, wenn es um Rechtsberatung geht, wenn es, das sind ganz kleine Sachen, die eine riesen Wirkung haben hin und wieder. Es gibt eine ganz kleine Geschichte, die da war ein Baby von einem Bekannten, hatte unterm Auge eine kleine Narbe. Oder ein Muttermal, besser gesagt. Das hat sich aufgekratzt jeden Tag und jeden Tag war das Bettlaken leicht blutig. Davon bekomme ich zu hören, sie gingen ins Spital und da haben sie in der Ambulanz auf 3 Monate raus einen Termin bekommen, um das Muttermal rausschneiden. Geht natürlich nicht, man kann einem kleinen Kind nicht sagen, du darfst dich jetzt 3 Monate nicht mehr kratzen. Da kommt dann wirklich unser großes Netzwerk ins Spiel, da kann ich einen tollen Schönheitschirurgen anrufen und ihn um Hilfe bitten. Sprich, er hat sich das Kind am nächsten Tag angesehen, das Muttermal rausgelasert und innerhalb von einem Tag hat sich das Ganze in Wohlgefallen aufgelöst. Und das sind so die Sachen, die Firma ist das eine, das sichert das Leben sozusagen. Das sichert den täglichen Spaß, den man natürlich auch hat, aber sich für andere einzusetzen, sein Netzwerk sinnvoll zu nutzen, das ist schon etwas, was auch mittlerweile Befriedigung verschafft. Auch eben im Lions Club zum Beispiel. Mhm. Ja. Über das Thema Authentizität wurde zum Beispiel mit dem Geschäftsführer der Brauerei Vornburg, Wolfgang Sieler, gesprochen. Es war ein kometenhafter Weg, der da gegangen wurde. Und Wolfgang, ich darf es sagen, weil wir da, wie gesagt, schon viele Jahre befreundet sind. Die langen Haare, dein Outfit, das gehört einfach dazu. Das ist stimmig, das bist du. Das bin ich. Ich glaube, dass jeder nur dann gut sein kann, wenn er so ist, wie er ist. Und da habe ich mich, glaube ich, nie biegen lassen oder mich verändern lassen durch irgendwelche gesellschaftliche Vorschriften oder Sachen, wie man sich erwarten würde, sondern ich war einfach Wolfgang Sieler. Was sogar mich noch verwundert in der ganzen Geschichte ist, wenn ich die Umsatzzahlen von der Firma Sfest höre, darf man das sagen? Ja, klar, sind bei 10 Millionen, jetzt mit 2 Standorten in Vorarlberg und Tirol. Und ja, da ist schon was zusammengekommen, sind mittlerweile 30 Mitarbeiter und ja. Also ich versuche es ganz schnell zusammenzufassen. Angefangen in einer Garage, dann ging es weiter, irgendwann dann in Götzis, kann ich mich erinnern, dann in Altach gebaut, in Altach Standort und dann in Mäder gebaut und dann kam Tirol dazu. Warum Tirol auch noch? Ja, weil die Skigebiete wurden immer interessanter für uns als Gegenpart zu den Veranstaltungen. Wir machen ja immer noch ungefähr 850 bis 900 Veranstaltungen im Jahr, die wir beliefern. Das ist sehr sommerlastig natürlich und im Gegenzug war das Wintergeschäft in den Skigebieten sehr wichtig, damit wir die Mitarbeiter auch ganzjährig beschäftigen können. Und da war dann am Adelberg sehr viel los und dann sind wir nach St. Anton gekommen im Tirol und dann irgendwann in Schötztal dazugekommen und dann hat sich so ergeben, dass wir auch für Vornburg damals Logistik machen konnten und dann hat sich orientiert, einen Standort im Tirol aufzusperren. Ich bleibe noch ganz kurz bei der Firma Sfest. Du bist ja heute Geschäftsführer der Vornburg Brauerei und die Firma Sfest wird jetzt geführt von deiner Frau. Das ist richtig, ja. Meine Frau setzt sich da unheimlich ein, richtig Herzblut drin und sie macht es genial. Kommt sie aus dieser Branche oder? Na, überhaupt nicht. Sie kommt aus dem Bankwesen, aber macht es wirklich sensationell. Also sie hat die Mitarbeiter toll im Griff und mit meiner Unterstützung natürlich und mein Know-how von früher und alles. Wir machen da sehr viel gemeinsam, aber sie führt das perfekt. Bei den First-Versicherungsmaklern am Garmarkt in Götzis standen natürlich auch die Versicherungen im Fokus der Gespräche, unter anderem beim Marco Klocker von der Vorarlberger Landesversicherung. Nichtsdestotrotz kann man von A bis Z alles bei Ihnen versichern. Von A bis Z würde ich nicht sagen, von A bis Y. Okay. Wir haben natürlich eine breite Bandbreite und wir machen Kfz-Versicherung, klassische Personenversicherung, die Lebensversicherung, die Unfallversicherung, Gebäudeversicherung, Haushaltsversicherung, Rechtsschutzversicherung. Was wir nicht selber abschließen, ist die Krankenversicherung. Da haben wir seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Partnerschaft mit der Merkur-Versicherung. Was sind so die Kennzahlen der VLV? Mitarbeiter, Kunden, Bilanzsumme vielleicht? Also wir haben rund 200 Mitarbeiter
in Vorarlberg. Wir haben über 100.000 Kunden, über 330.000 Verträge mittlerweile. Die Prämieneinnahme pro Jahr ist an die 90 Millionen Euro. Also wir sind ja relativ, glaube ich, gut verankert in Vorarlberg. Wir verarbeiten im letzten Jahr über 27.000 Schadenfälle pro Jahr. Das ist eine staatliche Anzahl und man sieht, man braucht Versicherung ab und wann. Jeder braucht Versicherung und deshalb gehen Sie auch immer wieder auf die Leute zu, zum Beispiel beim Florianitag, eine ganz besondere Aktion, glaube ich, jedes Jahr. Ja, das ist der 4. Mai. Warum der 4. Mai? Der heilige Florian hat ja da den Namenstag. Der Florian ist ja auch der Schutzpatron der Feuerwehren, die uns natürlich Gott sei Dank immer wieder unterstützen, den Schaden, wenn er passiert, gering zu halten. Von daher haben wir das Datum immer gewählt, einmal im Jahr auch eine Aufgabe, die wir damals vom Vorarlberger Landtag bekommen haben, nämlich für die Prävention zu sorgen, für die Schadenverhütung, Schadenvermeidung, Schadenreduzierung. Da versuchen wir natürlich auf die Vorarlberger Bevölkerung auch zuzugehen, medial, um ihnen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, dass der Schaden gar nicht entsteht. Weil das ist die beste Variante. Versicherungsschutz im Schadenfall ist die zweitbeste Variante. Die beste Variante ist, den Schaden gar nicht erst entstehen zu lassen. Und da haben wir zum Beispiel für eine Abdeckung im Rauchmelderbereich gesorgt in den letzten Jahren. Wir haben Löschdecken verteilt. Und so versuchen wir natürlich, Sensibilitäten zu erhalten oder zu wecken, um Schäden zu vermeiden. Ganz besondere Exemplare auf der Straße gibt es zu bewundern, unter anderem in Tirol, genauer gesagt von Simon Melmer von der gleichnamigen Autofrechterei. Ihr habt ja 60 LKWs, sind alle hier mit Airbrush unterwegs? Nein. Nicht alle. Nein. Das würde das Budget nicht zulassen. Ich würde mir es wünschen, wenn es vielleicht in Zukunft einmal funktioniert. Aber wir haben das jetzt so aufgebaut. Früher hat das der Vater alles in Eigeninitiative gemacht und auch bezahlt. Jetzt seit einigen Jahren können wir diese Werbeflächen verkaufen. Wir schauen auch immer, dass wir da branchentreu bleiben. Und für jegliche Kunden, die was bewerben wollen, dann auch das bestmöglich machen. Ich finde das unfassbar. Das sind ja echte Künstler, die hier am Werk sind. Das ist ja so. Das ist eben, der Knut Dieruch, der was auch die Toro Rosso bei der Formel 1 lackiert. Okay. Und der hat das Handwerk schon im Griff. Jetzt haben Sie 60 LKWs. Auf was sind diese LKWs spezialisiert? Ich habe rausgehört, von Wirtschaft zu Wirtschaft. Genau. Wir sind eigentlich zu 99% in der Baubranche unterwegs. Wir liefern staubförmige Güter. Zement, Kalk, Gips, Schlacke, Straßensalz, Streusalz, auch im Winter vor allem. Und ja, das ist eigentlich alles in Pulverform, was wir mit Komposan abladen. War das für Sie immer klar, dass Sie ins elterliche Unternehmen einsteigen werden? Das ist eine gute Frage, weil ich kann mich noch vage erinnern, dass da ich mit dem Vater früher immer viel unterwegs war und da war das Handy dazu mal noch nicht so am Mann dauernd. Und wir sind immer wieder umeinander gefahren und ich weiß noch, da war ich glaube ich 8 oder 9 Jahre alt und dann hat der Vater schon in Innsbruck unten für einen Lehrplatz für mich gefragt. Okay. Da ist mir mehr oder weniger fast nicht ganz ausgekommen. Aber es passt, also ich will es zu 100%, ich identifiziere mich auch mit dieser Firma und bin froh, dass ich das weiterführen darf. Ja, liebe Zuseher, das war's. Ländle Talk hier direkt von den Förstversicherungsmaklern am Garnmarkt in Götzis. Und ich hoffe, Sie schalten auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Ländle Talk. Sport und Mode Wilhelmer lud vergangene Woche zur traditionellen Hausmesse nach Vandans. Wir waren mit dabei. Seit über 36 Jahren steht der Name Wilhelmer für Sport und Mode in Vandans. Die Wünsche und die Zufriedenheit der Kunden stehen seit dem ersten Tag im Vordergrund. Bei der traditionellen Hausmesse am Donnerstagabend wurden nun die Pläne für die Zukunft bekannt gegeben. Firmenchef Franz Wilhelmer wird das Zepter in Zukunft zumindest zum Teil an seinen Sohn Fabian weitergeben. Wichtig ist einfach, wenn ein Kind das übernehmen möchte, dass man ihm das Gefühl gibt, dass es sein Geschäft ist. Für mich ist das Wichtigste, wenn ich schon Kinder habe und die möchten es übernehmen, dann stehen die voll hinter ihnen und sie sollen das machen, was sie möchten, nicht was ich möchte. Ich will einen sehr Erfolg haben und ich stand hinter ihm in voller Länge. Genau deshalb wird das Geschäft im Zentrum von Vandans zum Anfang des kommenden Jahres ein leichtes Facelift erfahren und ein wenig umgebaut. Die Lichtanlage neu machen, ja, und generell das Geschäft noch ein bisschen mehr verschönern.
Eine neue Marke am Ruf noch. Ja, ich hoffe, wir sind alle gespannt. Die Pläne sind bereits weit fortgeschritten und der Juniorchef freut sich auf seine neue Aufgabe. Wir haben es mir schon länger überlegt und ich fühle mich bereit. Ja, top motiviert. Der erfolgreiche Weg soll auch in Zukunft weitergeführt werden. Darauf vertrauen auch die Kunden, die bei der Hausmesse einmal mehr zahlreich erschienen. Das ist jetzt ein wichtiges Sportgeschäft, wo es noch eine Beratung gibt, wie sich der Kunde richtig vorstellt. Und mit einem Chef, wo das hervorragend führt. Und es ist ganz, ganz toll, dass der Sohn das übernehmen kann. Und zum Chef möchte ich noch sagen, das ist ein ganz besonderer Mensch, wo er eine soziale Einstellung hat, wo man im Land nicht oft findet. Einfach grandios. Wir sind eigentlich bei Franz hier eigentlich immer auf Ideen draufgekommen, die wir eigentlich früher gar nicht gedacht haben. Und er hat uns immer Lösungen präsentieren können, damit wir wirklich zufrieden und glücklich aus dem Geschäft gegangen sind. Also ich kenne Franz schon ewig und drei Tage und ich komme immer wieder gern zum Franz, weil er einfach eine unheimlich gute Beratung hat. Er dreht einem nicht irgendetwas auf, was man nicht braucht, sondern wirklich das, was so Sinn macht und das zeichnet ihn einfach aus. Ja, ich kann nur das Gleiche sagen, es ist ein familiärer Betrieb. Wir haben immer super Beratung gekriegt, egal ob ein Fahrrad kaufen oder ein Ski kaufen, die beste Betreuung und es hat nie irgendwelche Probleme gegeben und wir sind einfach brutal zufrieden. Herr Franz ist ein brutaler Beißer, war ein Sportler schon und auch im Geschäft. Arbeitet, glaube ich, 25 Stunden am Tag, nicht 24. Nein, ist sehr ehrgeizig und besessener und dadurch ist er auch sehr erfolgreich. Persönlichkeit, persönliche Beratung und natürlich der Franz, das ist einfach. Aber so wie ihr jetzt natürlich seht, ich tritt einen Schritt zurück in die zweite Reihe. Ja, ich weiß jetzt nicht, was kommt, aber ich denke, dass das der Junior sicher gut machen wird. Da. Aber für mich ist eigentlich Sport und Mode Wilhelmer immer das gesehen, wenn hinter Kobi schon genau das kriegt, was du gebraucht hast. Der Name Wilhelmer verpflichtet also und ganz zurückziehen wird sich Franz Wilhelmer auch nicht. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, noch einmal, also nichts nur, da bin ich jetzt jung, da bin ich dynamisch. Ich werde mich in anderen Belangen nicht kämpfen und man sieht mich immer wieder. Vom Lehrling zum Meister, das ist das Credo von Peter Dach und Wand in Götzis. Aber überzeugen Sie sich selbst. Die Suche nach geeigneten Lehrlingen gewinnt bei den Betrieben in Vorarlberg immer mehr an Bedeutung. Doch gerade die Fachkräfte von morgen sind es, die das Unternehmen sicher in die Zukunft steuern. Wichtig ist es deshalb, dass sich die Auszubildenden vom ersten Tag an wohl in ihrem Beruf fühlen. Bereits während der Schulzeit bringt dann erstes Kennenlernen und Schnuppern im Betrieb große Vorteile. Vom jungen Menschen aus gesehen ist es so, dass er sich einfach sicher sein muss, mit 15 Jahren muss er eine Entscheidung treffen, die dann unter Umständen das Leben lang halten soll. Und da darf er schon einige Tage einfach die Berufe aussuchen, die verschiedenen. Und wenn er sich dann für uns entscheidet, umso besser. Und für uns ist natürlich darum gut, wenn er sich sicher ist der Sache, dann wird er die 4 Jahre durchhalten und eben positiv abschließen. Hat das Schnuppern in den Beruf des Dachdeckers oder Spenglers Eindruck hinterlassen, dann folgt die nächste Phase, das Vorstellen und Bewerben. 3 bis 4 Bewerber schaffen es bei Peter Dach immer in die Endauswahl. Das entscheiden eigentlich unsere Ausbildner. Die sind dann auch bei den Partien dabei, das sind Partieführer im Normalfall. Und die haben dann schon, wenn ein paar Tage die jungen Leute mitarbeiten, sehen die schon, ob der junge Mann eben dazu fähig ist, diesen Beruf auszuüben oder nicht. Und dann kommen eben diese Inputs und ja, so geht es dann weiter. Ja. Ist die gemeinsame Zukunft erst einmal besiegelt, gehören auch angehende Lehrlinge sofort zum Team von Peter Dach. Ja, wir haben uns dort einiges überlegt durch unseren Mentor, der Martin Meusburger, haben wir dort ein kleines Konzept und eine Pläne gemacht. Und zwar nehmen wir es nicht, nach unserem Betriebsurlaub kommen sie normalerweise der erste Tag und fallend ins kalte Wasser rein. Jetzt haben wir aufgehört, wir nehmen die Lehrbuben schon raus, holen die vor unserem Betriebsurlaub, holen wir sie mal in die Firma her, dann können sie in Ruhe einen Tag lang ihr Werkzeug malen, kriegen ihr Hässalz. Und nachher, erst nach dem Urlaub, sind sie am ersten Tag fix schon bei der Partie, kennen schon ein paar Leute und dann sind sie erst fix bei einer Partie dabei. Dann läuft es bei uns so, wir haben diese 4 Sparten, und dort laufen sie immer ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr Spengler, ein halbes Jahr Dachdecker, ein halbes Jahr Fassade und ein halbes Jahr Service. Und das wird also durchgewechselt die ganze Zeit. Bis diese 4 Lehrjahre um sind und nachher machen sie selber Prüfung. Zur perfekten Ausbildung gehört aber nicht nur das genaue Arbeiten auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Auch die Schule ist enorm wichtig.
In der Blockschule in Hallein-Salzburg werden während jedem Lehrjahr innerhalb von 9 Wochen die Grundlagen für den späteren Berufsalltag gelernt und verinnerlicht. Es ist unheimlich, durch das, dass wir Doppellehrlinge haben oder nur Doppellehrlinge haben, bringen wir in den 4 Jahren maximal noch ein Grundkenntnis über das Ganze her. Wir haben die Dachdeckerspengler, der Service alleine mit der Dachfernschrift, das ist ein Riesenpotenzial, was wir machen wollen. Fassade, ganz eine eigene Geschichte, ganz eine feine Geschichte. Wir haben von gröberer Sache bis ganz feine, ganz genaue Sachen und wir bringen in diesen 4 Jahren gerade noch ein Grundwissen her, haben dann einige Sitzungen mit den Lehrlingen in diesen 4 Jahren und dann hinterfragen wir immer wieder, wo stand er, wo wären wir hier. Und nach 4 Jahren ist meistens so, dass wir wissen, oder auch die Lehrlinge wissen, ich möchte eher Metall, ich möchte eher Richtung Ziegel oder ganz genau Richtung Fassade gehen. Dann haben wir das beieinander und dort bilden wir sie nachher weiter aus. Die Ausbildung steht bei Peter Dach aber auch nach der Schule im Fokus. Die Fachkräfte von morgen erhalten auch im Betrieb eine Sonderstellung. Jeden 3. Samstag gibt es in der Firma spezielle Kurse und Weiterbildungen für die Lehrlinge. Ab dem 4. Lehrjahr nehmen die Auszubildenden dann an Wettbewerben teil. Und das extrem erfolgreich. Sascha Schroller setzte sein gelerntes Wissen im Jahre 2014 perfekt um und kürte sich zum Weltmeister im Stalldach. Ja, ich bin in Bukarest gewesen. Und dann das Ganze, was ich da in der Firma gelernt habe, ziemlich gut umsetzen können. Das hat dann eigentlich für den Titel gereicht. Die Voraussetzungen für eine Karriere sind bei Peter Dach also mit Sicherheit vorhanden. Direkt nach dem Ende der 4-jährigen Lehrausbildung folgt die Gesellenprüfung. Auch hier wird das angeeignete Wissen vor einer Kommission präsentiert. Die Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfung ist bei uns von der Innung her saugut organisiert. Und zwar haben sie jetzt, gerade jetzt im Frühjahr, haben wir die ganzen Wettbewerbe, also das ist der dachdeckerischen Lehrlingswettbewerb, spenglerischen Lehrlingswettbewerb. Genau diese Sache kommt dann auch zur Gesellenprüfung, ist natürlich ideal, weil dann haben sie halt schon mal geübt. Geht natürlich auch ein Ansporn durch das, dass wir schon ziemlich gute Lehrlinge haben, Staatsmeister alle Jahr oder alle paar Jahre wieder einmal einer. Wissen sie schon, wo sie dort hinkommen können. Und wenn sie da gut sind, dann wissen sie natürlich auch schon, kann sie beruhigt im Oktober auf die Zellerprüfung gehen. Und wenn sie dort vorne dran sind, dann sind sie aber der Zellerprüfung garantiert durch. Als Geselle hat nun jeder die Möglichkeit, sich auf seine Vorlieben zu spezialisieren. Egal ob Fassade, Spenglerarbeiten oder als Dachdecker. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Von dort her kann man natürlich dann mit unserem Pensionist Toni, der holt sich dann auch, machen wir schon in der Lehre, holt sich dann die Geselle, macht mit ihnen einzelne Projekte. Also sie haben dann nicht gleich ein Auto und sind gleich ein Vorarbeiter, sondern dann haben wir den Werdegang vom Geselle zum Vorarbeiter. Und dort holen wir die einzelnen Projekte raus, da hat er in Ruhe Zeit, um nur das Projekt zu machen, aber natürlich, der kriegt das Auftragskärtchen her, hat die ganzen Details drin und schafft das mit unserem Pensionist im Hintergrund, schafft er das ganze Projekt alleine durch. Mit der Abrechnung, mit dem Stundenschreiber, mit Gär allem natürlich. Hat aber noch keinen Zeitdruck. Solche Sachen macht er ein paar Mal und dann gehen wir sie in der ganzen Partie mit, ich sage jetzt einmal so 1-2 Jahre und dann gehen sie Richtung Vorarbeit. Die Aufgaben sind vielfältig. Neben der Eigenverantwortung für seine Baustelle ist der Vorarbeiter auch Chef der eigenen Partie, hat ein Firmenauto und auch ein eigenes Handy. Dort nützt natürlich nichts, wenn ich mit der Kundschaft nicht umgehen kann. Wenn ich nur ein Arbeiter bin. Die gibt es natürlich auch, aber es zeichnet sich dann schnell einmal ab. Die, die einen guten Umgang mit Kunden haben, wo gut schreiben kann, der guckt halt in die schulische Schulführer. Die müssen dann ein Projekt selber abwickeln können, kommunizieren können mit dem Kunden oder mit dem Bauleiter. Und das wird man dann mitnehmen und dann geht es in die Richtung, kriegen sie ein Auto und dann wählen wir es dann aus. Es nützt natürlich auch nichts, wenn du dann einen Gesell reinwirfst und sagst, so, jetzt musst du Vorarbeiter werden. Das muss für einen kommen. Ich frage sie, jetzt halbe Jahr einmal, in welche Richtung geht es. Wenn einer will, unterstützen wir ihn, dann kriegt er ein Auto und dann ist er irgendwann einmal Vorarbeiter. Nach einigen Jahren als Vorarbeiter besteht dann die Möglichkeit zum nächsten Schritt, die Meisterprüfung. Auch hier setzt Peter Dach alles daran, um gerade jungen Menschen die Möglichkeit zur Ausbildung als Meister zu geben. Dann geht es natürlich weiter, gibt es 2 Meisterprüfungen, die Dachdecker- oder die Spenglermeisterprüfung. Dann geht es wieder 2,5-3 Monate in die Schule. Wieder die ganzen Kurse in den ganzen Firmen oder auch intern. Und dann geht es zur richtigen Meisterprüfung. Und dann gibt es dort natürlich auch noch die ganzen Theorieprüfungen. Dann
hat er bei uns natürlich die höchste, also eine der höchsten Stufen erreicht. Dann kann er in Richtung sich die eigene Baustelle schon anschauen gehen, ausmessen und die Vorbereitung noch mitmachen. Von der Lehre zum Meister. Ein Projekt, das bei Peter Dach mehr als nur leere Worte darstellt. Komm auch du und sei dabei. Infos unter www.peterdach.at. Das war's von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch den Sport mit Marc Gächter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Stimmungsvoller Adventsmarkt am Garmarkt in Götzis. Am Freitag, den 2. und Samstag, den 3. Dezember, präsentieren zwischen 10 und 19 Uhr über 50 Aussteller ihre Produkte. Kunsthandwerk wird dabei ebenso geboten wie Weihnachtsdekorationen, kulinarische Delikatessen, Geschenksideen und vieles mehr. Der Adventsmarkt wird an beiden Tagen musikalisch begleitet und für die Kinder steht Adventbasteln, das Glücksrad und vieles mehr auf dem Programm. Stimmungsvoller Adventsmarkt am Garmarkt in Götzis. Am Freitag, den 2. und Samstag, den 3. Dezember 2016. Mehr Vielfalt statt immer nur das Gleiche. Von 9 bis 16 Uhr kein Hits doppelt. Und jede Stunde 30 Minuten Musik nonstop. Mehr Vielfalt. Der 28. Scheidecker Christkindlmarkt am ersten Adventwochenende. Am 26. und 27. November sorgen über 40 Aussteller mit ihren festlich geschmückten Marktständen für ein vorweihnachtliches Ambiente. Los geht der traditionelle Christkindlmarkt in der deutschen Nachbargemeinde von Möckers am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. An beiden Markttagen ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Der 28. Scheidecker Christkindlmarkt am 26. und 27. November in Scheidegg. Egal ob Kabel, Satellit oder Sky, wir stellen Ihr Fernsehgerät für Sie richtig ein. Vom Arlberg bis zum Fender bringt das schärfste Bild dahinter. Kontaktieren Sie Jürgen Satt bei Bild- oder Einstellungsproblemen und erhalten auch Sie Ländle TV in HD. Also ich bestelle schon lange und immer wieder im Direktvertrieb bei meiner Beraterin, weil ich sie kenne und schätze und die Ware nach Hause geliefert wird. Und die Sicherheit gibt uns die Golden Card von der Wirtschaftskammer. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at. Große Hausmesse bei Red Zagwoba in Lauterach. Am 25. und 26. November präsentiert der Komplettanbieter sein umfangreiches Sortiment. Überzeugen Sie sich selbst und genießen Sie die kompetente Beratung im großen Küchenstudio. Die große Auswahl an Haushaltsgeräten sowie das riesige Sortiment an Unterhaltungselektronik. Die große Hausmesse bei Red Zagwoba am 25. und 26. November in Lauterach, Bundesstraße 115. Die neuen Fußballartikel sind da. Aktuelle Modelle und trendige Farben gibt es bei Wilhelmer Teamsport in Dornbirn. Wilhelmer Teamsport, dein Partner in Sachen Fußball. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sport hier auf Lände TV in dieser Woche mit Eishockey Total, genauer gesagt mit der Sky AHL. Wir sind zu Gast unter anderem in der Rheinhalle in Lustenau. Dort traf der EHC Lustenau auf die Rittnerburben. Im Heimspiel gegen die Rittnerburben erlebten die Cracks des EHC Algelastik Lustenau einen echten Kaltstart. Die Partie gegen den amtierenden italienischen Meister war gerade mal 30 Sekunden alt, da klingelte es bereits zum ersten Mal im Tor der Gastgeber. Der Stanley Cup-Gewinner im Trikot der rot spielenden Gäste, Jason Williams, scorte zum 1:0.
Lustenau durch den frühen Gegentreffer ein wenig geschockt und die Italiener setzten sofort nach, spürten die Unsicherheit der Hausherren. Dies sollte sich dann nur 3 Minuten später bezahlt machen. Die Rittnerburm mit dem nächsten Treffer. Turin versenkte die Scheibe im ERC-Gehäuse. Lustenau-Keeper Patrick Machreich war zum 2. Mal geschlagen. ERC-Coach Gerald Ressmann reagierte, nahm ein Timeout und beorderte seine Mannen an die Bande. Die Worte des Trainers zeigten Wirkung. Lustenau ab diesem Zeitpunkt besser im Spiel und die Hausherren in weiterer Folge auch mit Chancen. Allerdings passierte bis zur ersten Pausensirene nichts mehr und so ging es beim Stande von 0:2 zum ersten Mal in die Kabine. Im 2. Abschnitt lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Chancen gab es hüben wie drüben, allerdings dauerte es einige Zeit bis zum nächsten Treffer. In der 36. Minute waren es dann aber erneut die Südtiroler, die jubeln durften. Nach diesem schnell vorgetragenen Konter erzielte Alex Frey den nächsten Treffer für die Gäste aus Ritten. Nach diesem Treffer neutralisierten sich beide Mannschaften mehr oder weniger und so ging es mit dem 0:3 ins dritte und letzte Drittel. In Abschnitt Nummer 3 zeigten die Lustenauer dann noch einmal ihr Kämpferherz. Die Gastgeber probierten alles, um noch einmal zurück in die Partie zu kommen. Allerdings konnte der EHC die sich bietenden Chancen nicht nutzen und so musste sich Lustenau den Rittnerburm schlussendlich mit 0:3 geschlagen geben. Ja, ich glaube einfach, dass wir den Anfang verschlafen haben. Am Anfang waren wir, glaube ich, zu nervös und haben einfach nicht schnell genug von hinten ausgespielt. An dem müssen wir einfach arbeiten. Ein großes Lob an Ritten, der hat das eiskalt ausgenutzt. Und ja, wir haben ein bisschen Pech auch gehabt, aber sozusagen Glück muss man sich auch arbeiten. Also von dem her, wir haben nicht schlecht gespielt. Man kann aufbauen auf dem. Wir bleiben in der Rheinhalle in Lustenau, denn nur einen Tag später war der EHC Lustenau erneut im Einsatz. Dieses Mal zu Gast die Salzburg Juniors. Nur einen Tag nach der 0:3 Heimniederlage gegen die Rittnerbuben durfte der EHC Algelastik Lustenau erneut vor eigenem Publikum antreten. In der Rheinhalle ging es im Rahmen der Sky AHL gegen die Salzburg Juniors. Und die Gäste zeigten von Beginn an die Zähne. Lustenau erneut früh im Rückstand. Ganze 16 Sekunden waren gespielt. Da nutzte Wallach die erste Chance im Spiel zum frühen Führungstreffer für die Mozartstädter. Die Hausherren brauchten vor den rund 1000 Zuschauern ein wenig Anlauf, um ins Spiel zu kommen. So dauerte es bis zur 14. Minute, bis die Fans der Gastgeber zum ersten Mal jubeln durften. Mit diesem Schuss ins lange Kreuzig ließ Witting dem Salzburger Schlussmann aber keine Chance und sorgte so für den 1:1 Ausgleich. Die Hausherren nun endgültig im Spiel und nur 3 Minuten später erneut erfolgreich. Der EHC Lustenau im Powerplay und schnell in der Formation. Die Scheibe lief gut, Devetzka probierte es mit Gewalt, Hrdiner staubte ab und brachte sein Team zum ersten Mal an diesem Abend in Führung. Im 2. Spielabschnitt dasselbe Bild, beide Teams schenkten sich nichts und hielten die Partie lange Zeit offen. In der 26. Minute dann aber erneut Powerplay für den EHC Lustenau. Die Löwen ließen die Scheibe erneut gut laufen. Wiedmeier schlussendlich mit dem Auge für den freien Mann und Routinier Wala scorte zum 3:1. Die Gäste zeigten sich vom 2-Tore-Rückstand wenig angetan und erhöhten den Härtegrad in der Partie. Daraus resultierte nach gut einer halben Stunde ein 5-minütiges Powerplay für Lustenau. Und in Überzahl waren die Hausherren an diesem Abend einfach eine Macht. Der EHC erneut schnell in der Formation, dieses Mal Wilfan mit dem perfekten Assist und erneut war Hürdener zur Stelle. Der EHC Lustenau führte gegen Salzburg mit 4:1. Die Löwen nun natürlich mit einer breiten Brust und weiterhin in Überzahl. Und im Powerplay dann auch der nächste Treffer. Dieses Mal war Auer zur Stelle und markierte mit diesem Tor das vorentscheidende 5:1. Allerdings war der 2. Abschnitt noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, auch die Salzburger ließen sich nicht hängen und konnten ein weiteres Mal anschreiben. Aus diesem Konter heraus gelang den Salzburgern durch Quas in der 37. Minute der 2. Treffer.
Im letzten Abschnitt neutralisierten sich beide Mannschaften mehr oder weniger, schaffte es eine Scheibe dann doch in Richtung Tor, dann waren die beiden Schlussmänner zur Stelle. Und so besiegte der IHC Lustenau die Red Bulls aus Salzburg mit 5:2. Ja, die sind schnell rausgekommen. Wir haben wieder schon wie gestern früh also halt den Start verpasst und das darf nicht passieren in Zukunft. Aber dann haben wir uns gut gefangen, ich glaube, und wichtige Tore geschossen in Überzahl. Wie gesagt, es war die schwere Partie heute. Wie ist das nach 22 Stunden gegen Ritten, gegen den Tabellenführer, wieder ein Spiel in den Beinen zu haben? Ja, man muss sich halt gut vorbereiten. Wir haben uns, ich glaube, gut vorbereitet, wir haben klug gespielt. Und ja, wie man halt sehr diszipliniert vom System her. Bei uns geht es jetzt weiter in der Feilberghalle in Feldkirch. Auch dort wurde in der Sky Alps Hockey League gespielt. Die VU Feldkirch bekam es dabei mit den Eisbären aus Zell am See zu tun. Runde 15 in der Sky Alps Hockey League. Dabei bekam es die FBI VU Feldkirch vor 913 Besuchern in der Feilberghalle mit den Eisbären aus Zell am See zu tun. Die Partie vom ersten Bullian flott. Beide Teams suchten ihr Heil in der Offensive und so entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. Die Folgen Chancen auf beiden Seiten. In der Mitte des ersten Abschnitts musste Scherntal auf die Strafbank, die VU also in Überzahl. Die Gastgeber eigentlich schon im Angriffsdrittel, dann aber diese Unkonzentriertheit. Die Eisbären mit dem schnellen Break und Wilfern nahm die Einladung dankend an. Shorthander also in der Fallberghalle. Die Gäste aus Zell lagen mit 1:0 Toren in Front. Aber Feldkirch noch im selben Powerplay mit der passenden Antwort. Parks mit dem Pass auf Fekete, der Routinier bringt die Scheibe vor das Tor und Majric ist schlussendlich zur Stelle. Ausgleich, neuer Spielstand 1:1, rein in den zweiten Abschnitt. Und in diesem verloren die Hausherren komplett den Faden. Feldkirch in der 24. Minute zwar erneut mit einer Überzahlmöglichkeit, Kragel musste dieses Mal in die Kühlbox, aber erneut erzielten den Treffer die Gäste. Die VU erneut nicht aufmerksam, Kragel kommt von der Strafbank, bedient Wieden und der bringt seine Mannschaft wieder in Führung. Zell am See also mit 2:1 in Front. Die VU durch den erneuten Rückstand geschockt und die Gäste legten direkt nach. Nur 5 Minuten später, die Eisbären erneut im Angriff, die Scheibe kommt zu Kola und der stellt auf 3:1. VU-Coach Michi Lampert reagiert, nimmt ein Timeout und wechselt dabei auch den Torhüter. Für Bernhard Bock kommt Dominik Diewitz ins VU-Gehäuse. Am Spiel ändert sich jedoch nicht allzu viel. Es waren weiterhin die Gäste aus Zell am See, die für die Akzente sorgen. In der 34. Minute die Zeller mit diesem schnellen Angriff. Ober auf und davon und Ober erfolgreich. Neuer Spielstand 1:4. Aber noch waren einige Minuten im Mittelabschnitt zu spielen und die Gäste machten weiter Druck. In der 38. Minute war dann Rathei zur Stelle und sorgte mit diesem Treffer für das 1:5. Und kurz vor Ende des zweiten Abschnitts erhöhte Dean Hopel im Rebound auf 1:6. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt schon lange entschieden. Feldkirch hatte an diesem Abend einfach nichts mehr entgegenzusetzen. Allerdings gelang den Montfortstädtern im Schlussabschnitt noch eine Resultatskosmetik. Burnstill versenkte die Scheibe im Powerplay und sorgte so für den Endstand von 2:6. Absolut verdiente Niederlage. Wir waren heute nicht spritzig genug, gedanklich auch nicht schnell genug. Zell am See war besser, war die bessere Mannschaft heute. Und natürlich stinkt es das, als Heimmannschaft dann so untergehen, aber leider in der Liga. Wenn du nicht top bist, dann geht es ganz, ganz schnell in die andere Richtung und das haben wir heute schmerzlich erfahren. Hoffentlich können wir was mitnehmen von der Erfahrung. Das war's schon wieder mit einer aktuellen Ausgabe vom Sport hier auf Ländle TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche einschalten und dabei sind. Bis dann!